Ilgas Hausgruber, gewisse Erleichterung jetzt, nachdem der große Akt vorbei ist und man sich jetzt auf das Privatleben mit dem Mann freuen kann? Ja, da ist sicher eine Erleichterung dabei, ja. Und viel Zuversicht für die neue Zeit. Wie nervös war er denn heute Morgen? Sie kennen ihn jetzt schon viele Jahre. War das heute vergleichbar vielleicht mit den Anfängen der Politik vor den ersten Reden oder hat er das ganz gelassen hingenommen, der Herbert Hausgruber? Ja, ich habe schon eine gewisse Spannung gespürt, aber im Grunde genommen hat sich mein Mann so gut vorbereitet innerlich auf diesen Tag, dass er auch eine Erleichterung spüren wird und auch, denke ich, ganz befreit auch ist. Es ist ja oft so bei Männern oder Menschen, die in die Pension gehen, die in die Rente gehen, dass dann die Ehefrauen oft mal ein bisschen Angst haben, was macht er denn jetzt mit der vielen Zeit, die er plötzlich hat? Haben Sie da schon Programme oder Pläne, wie man ihn auch beschäftigen kann oder weiß er das selber ganz gut? Also das wird sich zeigen. Angst habe ich keine. Mein Mann ist kreativ, der hat viele Ideen. Ich weiß mich auch zu beschäftigen. Wir werden auch nicht ständig aufeinander blicken, das wird schon so sein. Aber wir werden viel Gemeinsames tun und auf das freue ich mich sehr. Das hat jetzt die letzten 30 Jahre schon ziemlich gelitten. Letzte Frage noch ein bisschen konkreter. Ihr Gatte hat gesagt, er weiß noch nicht genau, hat noch keine konkreten Pläne, was er jetzt demnächst als erstes machen will. Gibt es denn von der Ehefrau einen Wunsch, was sie jetzt vielleicht mal gerne mit ihm machen möchte, was die letzten Wochen, Monate oder Jahre nicht ging oder zu kurz gekommen ist? Ich will zuerst einmal den Alltag mit ihm genießen. Das hatte ich schon viele, viele Jahre nicht mehr, sondern den Alltag, Wochenenden vor allem, Ferien ohne Laptop, ohne Telefon, ohne Beanspruchung. Also das sind die nächsten Schritte. Wir haben gar nichts Besonderes vor, jeden Tag so zu nehmen, wie er kommt und genießen und auch unsere Leidenschaft, das Reisen, das Kunst zu erleben, Familie, für die Familie Zeit zu haben, das steht im Vordergrund und auf das freuen wir uns schon sehr. Ich wünsche viel Freude und eine schöne Zeit. Danke vielmals. Danke.